Hallo, 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 hallo. Willkommen zurück zu Zelda Master Quest. Ich schlage erstmal die Tür, wunderbar. Im letzten Part haben wir durch einen Glitch ein paar Skutulas geholt und haben die Riesenbörse freigeschaltet. Was haben wir noch? Die Erweiterung für die, wie heißen die eigentlich? Irgendwie so Kletterbomben oder so? Wie heißen sie denn? Die heißen Krabbelminen, stimmt. Eine Erweiterung für die Krabbelminen freigeschaltet und das Wichtigste, ein Herzteil bekommen. Somit haben wir jetzt fast alle Herzteile, die restlichen finden wir im Gerudo-Tal. Dort wollen wir aber noch nicht hin, denn jetzt beginnt, oben steht es auch im Titel, die Maskenwegbringerei. So, als erstes müsst ihr, ich erkläre es nochmal, weil ich die schon eingesammelt hatte, zum Marktplatz gehen. Dort muss es morgens sein. Ja, Navi, ich weiß, wir sollen gleich zum Gerudo-Tal gehen. Ach komm, ey, komm, hör es mir mal kurz an. Lieschen, in der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, finden wir auch. Aber ich will jetzt erstmal Masken einsammeln, Navi, Mensch. Also es muss morgens sein, dann müsst ihr zum Marktplatz gehen und dort in den Maskenladen reingehen. Welcher der Maskenladen ist, zeige ich euch dann nachher nochmal. Muss ich ja eh nochmal hin, weil ich das jetzt gleich weggebracht habe. So, wenn ihr dann die Fuchsmaske bekommt ihr automatisch. Der bietet euch an, hier, bringt die Masken weg und irgendwann bekommt ihr dann dafür mehr Geld oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier einer der, boah, ist das hier einer der, der wenigstens das Geld zurückgibt. Manche geben tatsächlich zu wenig Geld oder so ab. Bitteschön. Jetzt reden wir ihn an und jetzt sagt er, ah, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Ja, klar. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn, würdest du sie mir verkaufen? Ja, klar. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musstest, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Gehe nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Wow, ist ja heftig. Schade, dass es nicht so ist, dass man die Masken irgendwie einfach wegwerfen kann und dann im Geld geben kann. Ne, das wäre eigentlich, na egal. Auf jeden Fall wird er die jetzt immer behalten. Das heißt, der arme Sohn bekommt die nie. Wenn wir hier zum Beispiel 20 Stunden auf, wenn ich hier 20 Stunden aufnehme, hat er sie immer noch auf. Das will er bestimmt für sich haben, der Lügner. So, jetzt haben wir es. Oh Gott, jetzt ist der Slot ja frei. Sieht ja komisch aus. So, und ja, den Dekostab nicht. Sold out steht unten. Verkauft also. Das bringen wir jetzt. Wir bringen jetzt die Rubine, wie er schon sagte, zum Maskenhändler. Der gibt uns dann dafür eine neue Maske. Die werden wir dann auch wegbringen. Wohin werde ich euch, wie gesagt, in diesem Part ausführlich zeigen. Wir haben ja auf jeden Fall viel Zeit. Und ich habe gedacht, ich will das Let's Play noch ein bisschen ausführlicher machen sogar. Also alle Masken wegbringen und so. Nicht alle Erweiterungen, wie gesagt, freischalten. Na komm, stirb hier, mein Freund. Mann, muss ich jetzt wirklich Hymne der Sonne spielen? Schade, dass ich das Biggeron-Schwert, wie gesagt, als kleines Kind nicht benutzen kann. Das ist echt traurig. Echt traurig. Okay. Ich guck mal kurz. Ich kann gar nicht gucken, weil diese Skelette mich hier angreifen. Na komm schon. Zack. Aber ich finde das cool, dass als Kind da Skelette kommen. Als Erwachsener kommen da ja diese Nachtschwärme, die wir brauchen für die vierte Flasche. Das wird sehr, sehr schwer. Och. Oh, hier. Das ist ein großer. Er bringt immer blaue Rubine. Ah, ich weiß noch, wie ich das damals gesuchtet habe. Da hatte ich von den Teilen ja Angst. Als kleines Bübchen. Ja. Wenn die Sonne aufgeht, verschwinden sie automatisch. Hua! Brücke, geh runter. Haha. Der ist ein bisschen spät verschwunden. So, hier kann man natürlich auch wieder eine rote Rubine erwirtschaften. Indem man hier hochgeht. Und es klappt das erste Mal wahrscheinlich. Jawohl, es hat geklappt. Ja. Damit haben wir 244. Ich glaube, wir können jetzt bis 500 tragen. Ja, genau. Und mit 100 Skulpturas könnten wir eine riesengroße Geldbörse bekommen. Mit 1000 Rupees. Rubinen. So, Marktplatz. Und zwar müsst ihr, wenn ihr zum Beispiel noch nicht die Fuchsmaske weggebracht habt, einfach hier reingehen, der wird euch dann das anbieten, der wird euch die Fuchsmaske reinstecken und ihr sollt sie dann an die Wachen geben, wie ich es euch gerade gezeigt habe. So, dann reden wir mit ihm. Reden. Du hast sie verkauft! Fantastisch! Dann zahl mir nun meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Bezahlung erhalten. So, dann nehmen wir jetzt die Schädelmaske, das ist die nächste. Und dort gehen wir dann auf Ja, wir wollen sie verleihen. Die müssen wir dann in den Kokiri-Wald bringen. Damit können wir andere erschrecken. Ja, ja, ja. Sehr heftig. Und, ich überlege gerade, soll ich euch... Nein, das mache ich noch nicht. Aber ich zeige euch einfach jetzt in diesem Part nur die Masken.
Und im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich ins Gerudo-Tal gehen. Dann wird wieder missionstechnisch da Fortschritt gemacht. Dann holen wir uns 4 Herzteile. 1, 2, 3, 4, ja. 4 Herzteile und den Herzcontainer. Dann haben wir alles voll und kämpfen dann irgendwann gegen Ganondorf. Dann werde ich euch nochmal einen Glitch zeigen am Ende. Vor dem Kampf gegen Ganondorf. Und eine Möglichkeit, wie ihr unendlich Rubinen bekommen könnt. Und mit unendlich meine ich unendlich. Ist fast so ähnlich wie ein Brunnen, will ich mal behaupten. Ne? Brunnen, wo Rubin noch rauskommt. Ist natürlich kein Brunnen, aber so ähnlich ist es schon. Ne? Das zeige ich aber euch erst am Ende des Let's Plays vor dem Kampf gegen Ganondorf. Es wird langsam wieder dunkel. Ist nicht relevant, ob es dunkel oder hell ist für diese Maske. Ich glaube, für die nächste Maske muss es hell sein. Ja, glaube ich schon. So, jetzt gehen wir aber erstmal in den Kokiri-Wald. So. Ab in die Tiefe des Waldes. Wo kein Wesen altert. Bis auf ich. Das ist ja immer so eine Frage, ob ewige Jugend so toll ist. Wenn man die ganze Zeit so klein bleibt. Man wird nicht ganz ernst genommen, eventuell. Zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt ein Kind bin, nehme ich die vielleicht noch ernst, aber wenn ich dann groß bin, sage ich, ja, guck mal auf deine Körpergröße, wer ist hier der Größere? So, wir rüsten uns jetzt hier mit der Maske aus. Und springen hier rauf. Hier haben wir auch mal ein Herzteil bekommen, falls ihr euch noch erinnert. Und dann reden wir. Hey, du da unter der Maske, bist du nicht der junge Kokiri? Ja, bin ich. Eine coole Maske hast du da. Echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute schocken. Hey, gibst du mir die Maske? Japp, und ich glaube, der zahlt auch zu wenig. Cool, ich werde sie immer tragen. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Den Verlust musst du aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Ist ja hier, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Sage ich euch einfach mal. So, ich zaubere jetzt. Nee. Geht ein bisschen schneller. Da. Dann sind wir fast schon am Ende angekommen, ne? Von alle Masken wegbringen. Das ist vorzüglich, ja, ja. So. Denn die große Belohnung ist Maske der Wahrheit. Mit der können wir zum Beispiel, ihr kennt doch diese Steine, auf die man draufschlagen kann, die dann so glibberig sind und die Uhrzeit sagen. Oder die man mit Bomben hochjagen kann. Die hier, genau die hier meine ich. Mit denen kann man dann reden und die geben dann im Normalfall, wenn man die Weisheit hat, die Weisheit, geben sie dir dann Tipps. Tipps und Tricks sind ja ganz, ganz wichtig, wenn man schon Zelda Ocarina of Time 2 oder 3 Mal durchgezockt hat. Oh, großartig, du hast sie verkauft. Bitte zahl mir für die Schädelmaske die 20 Rubine. Bezahlung erhalten. Warte mal, was ist denn das für eine komische Maske hier nochmal? Ah doch, ist sie. Ja, genau, die brauche ich. Muss ich dann noch eine wegbringen? Ach ja, ich erinnere mich. Die Hasemaske muss ich da noch wegbringen. Ja, alles klar. Das wird aber ein bisschen nerviger. So, mal sehen, ob ich das noch kann. Ah, nee. Nee, warte. Yes, ich kann sie noch. Nocturne des Schattens. Wir müssen jetzt zum Friedhof. Da ist der nächste Standpunkt der Maske der Geister, sage ich mal. Ja, bitte hinporten. Ach, die Erinnerung gegen den Endgegner. Lächerlich war der Endgegner. Für alle, die es nicht gesehen haben, würde ich den nochmal empfehlen. In two minutes habe ich den besiegt. Oder noch schneller, ich weiß es nicht. Na, wenn man den Kampf zählt, wahrscheinlich nur 1 Minute. Ach, verdammt. Lass mich in Ruhe, du Geist. Ich habe eine Geistermaske. Leider haben die Masken bei Zelda Ocarina of Time noch keine richtige Funktion, beziehungsweise überhaupt keine Funktion, aber das ist überhaupt nicht schlimm, wie ich finde. Das Spiel ist trotzdem richtig gut. Ist ja der Danach kam Zelda Majora's Mask und da haben die Masken ja Funktionen. Da hatte ich auch ein Let's Play von gemacht. Oh, graus, es ist Boris der Totengräber. Nanu? Oh, es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Yep. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool, hier ist das Geld.
Du hast die Maske, die dich 30 Rubine gekostet hat, zum gleichen Preis weiterverkauft. Geh nun zurück zum Maskenhändler und zahle ihm seine 30 Rubine zurück. Dabei kannst du eine neue Maske leihen. Boah. So, pass auf. Dim, dim. Wir schaffen das sehr gut in der Zeit, hier jetzt alle Masken wegzubringen. Also für alle die, die das schon kennen oder die es nicht ganz interessiert, könnt ruhig den nächsten Part anschauen, soweit er da ist. Das sage ich jetzt sehr, sehr früh, ne? 10 Minuten und dann sage ich's. Ja, so, ich wollte doch nicht rausziehen, ey, ich bin so dämlich. Ist ja immer so, wenn ich mich hier hinporte, dass ich sofort dahin gehe. Aber momentan, ich will ja die Masken wegbringen. Ah, es ist immer so, wenn ich singe, weißt du? Diese Musik, die bekehrt einen. Einen einzigen Tempel noch. Dort, wo Ganondorf geboren wurde, im Frauenlager, kann man gleich sagen, du Pussy, du Schwuchtel. Hört er nicht gut. Hört er nicht gern, meine ich. So, Maskenhändler, wir sind wieder da. Wir haben die Maske Aua erfolgreich verkauft. Oh, großartig. Du hast sie verkauft. Bitte zahl mir für die Geistermaske die 30 Rubine Bezahlung erhalten. So, und dann holen wir jetzt die letzte Maske im Bunde. Sind die Hasenohren. So, die müssen wir jetzt... folgendermaßen wegbringen. Wir müssen den Postboten finden. Der läuft in der hylianischen Steppe rum. Hui! Leider können wir nicht schneller rennen. Wie gesagt, keine Funktion der Masken. Und den müssen wir dann ansprechen. Das wird aber erstmal schwer. Der joggt, joggt, joggt. Ich glaube, bis es abends ist oder so. Dann setzt er sich hin und wir können ihm die Hasenmaske geben. Mal sehen. Das ist, glaube ich, auch als Kind. Ich glaube nicht, dass es als Erwachsener ist. Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich glaube nicht. Da ist er schon. Wir sehen ihn. Also ich sehe ihn. Lala, ich werde ihn jetzt schnappen. Da. Jetzt ist er kurz unsichtbar. Huch. Ist ja komisch. Warte mal, ich glaube, wir sind so schneller. Springen. Huha, yeah. Wo ist er? So, einmal umdrehen, da ist er. Huch, wir sind hier gar nicht vorangekommen. Bleib stehen, ich will dir eine Maske verkaufen. Was? Und eine Ananas. Die haben wir noch nie in Aktion hier gesehen. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Bleiben Sie bitte stehen. Bleiben Sie bitte stehen. Huch. Ich höre Ananas. Scheiben da. Diese Ananas-Killerteile. Oh. Er hat Kinder gezeugt. Perversling. Jetzt bleib doch mal stehen hier. Oh, die sind nervig. Diese. Ah, er bleibt stehen. Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimme hören. Das sind die Ohren, die der große Kürbis prophezeit hat. Hoppala dü. Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Yes. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren. Hoppala dü. Fütter mich mit Möhren. Für die Maske hast du 50 Rubine bezahlt. Der durchgeknallte Kerl hat dir jedoch mehr dafür gegeben, als du zählen kannst. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 50 Rubine wieder. Boah, wie viel... Ist der verrückt? Der hat mir ein volles Blatt beschert gerade. So, wenn ich wieder beim Hylianischen Tor bin, ist es wahrscheinlich wieder morgens. Und dann haben wir alle Masken weggebracht. Jetzt wisst ihr alle Standorte. Sehr schön, wenn ich euch diese Information übermitteln konnte. Das erfreut mich. Dun 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 dun.
What do you want from me, my friend here? Die, 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 die. So. Gut, dann werden wir jetzt... Ich glaube, das war die letzte Maske, die ich wegbringen sollte. Und jetzt bekomme ich, glaube ich, schon die... Ich glaube, ich kann auch andere Masken irgendwie auswählen. Ich weiß nicht, welche Funktion die haben. Um ehrlich zu sein, das habe ich nicht nachgeprüft. Ja, tut mir echt leid. Nicht. Doch, leid. Ein bisschen. So. Und guckt euch mal an, wie das passt. Genau runtergekommen, wo ich rübergegangen bin. Das ist wunderbar. Sie ist da doch gepascht. Ah, doch gepascht. So, ab in die zentrale Mitte. Dille dümm, dille dille dümm. Bam, bam, badalam, bam, bam. Und der Maskenhändler muss ein bisschen gehen. Der ist neben der Zitadelle der Zeit. Aua. Und dann öffnen wir die Tür einmal. So. Oh, großartig. Du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Hasenohren die 50 Rubine. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge dafür bist. Als Belohnung für deine Mühe sollst du eine ganz besondere Maske erhalten. Dies ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Shika. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist? Das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Hahaha. Vertrau mir. Hahaha. Wir haben die Maske des Wissens. Trage sie mit sie um sie, blablabla. Ich habe Nachschub bekommen. Von nun an kannst du jede beliebige Maske ausleihen. Vertraue mir. Ja, was... Was bringt zum Beispiel... Huch. Ja, welche Maske möchtest du leihen? Was bringt denn das zum Beispiel? Mit ihrer verführerischen Augen macht sie aus dir ein zauberhaftes Mädchen. Sieht besonders cool beim Schwimmen aus. Trägst du diese Maske, lächelst du immer zu. Naja gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wir haben jetzt das alles eingesammelt, was wir einsammeln können. Bis dann!